Ja. Oh, warte! Ich will mit dir reden! Jetzt stirbst du! Ja, schnell weg hier. Ja. Gibt es noch irgendetwas, das du mir über Shari erzählen kannst? Warum sollte sich Nur dafür interessieren? Die Menschen dort sind stumme Unterstützer der Aufständischen. Einfache Leute. Arbeiter. Händler. Wenn ich so darüber nachdenke, Nur erwähnte tatsächlich einen neuen Kontakt. Einen Händler. Vielleicht wohnt er in Shari, bei den Lederfärbern der Manufaktur. Ich werde nach einem Stand Ausschau halten. Ja. Sei meine Augen, Ido. Einen Augenblick. Darwish. Hashim. Assisi. Ich dachte, du wärst tot. Das dachte ich von dir auch. Was machst du hier?
Deine Kleidung? Du bist nun einer von ihnen? Wie das? Ich bin ein Verborgener unter Roshans Führung. Verzeih mir, das ist alles zu viel. Als ich dich unter den Toten nicht fand, hoffte ich, dass du irgendwie entkommen wirst. Ich habe nächtelang für dein Überleben gebetet, dass du in Sicherheit bist. Heute zeigt mir Allah, dass er mich erhört hat. Ich bin deiner Gebete nicht würdig. Was in jener Nacht geschah, war nicht dein Werk, sondern das böser Männer. Das weißt du. Deswegen hast du dich entschieden, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen bin ich nun in Bagdad. Ali ibn Muhammad ist ungestüm und sieht sich selbst als der Mahdi. Ich verachte den Mann, aber wir kämpfen gegen denselben Feind. Einen, bei dessen Niedergang ich helfen muss, wenn meine Seele je ruhen soll. Es ist also wahr. Du bist der Rebellenhändler, der Nur geholfen hat. Wie ist es ihm ergangen? Sein Leben hängt in der Schwebe. Aber er ist bei meinen Leuten sicher. Ich setze seine Arbeit fort und jage die Unterdrücker Bagdads. Ali half Nur dabei, sich einem solchen Mann zu nähern. Aber wie du vielleicht weißt, ist er seitdem verschwunden. Er ist nicht verschwunden. Er wurde gefangen. Ein Schicksal, das er gerade mit vielen Aufständischen teilt. Weißt du, wo er festgehalten wird? Er wurde zur Wache von Beb Khurasan gebracht. Aber das ist schon Wochen her. Du beherrschst schon ihre Abgänge. Es war schön, dich wiederzusehen. Pass auf dich auf. Du magst jetzt in besseren Händen sein, doch ich bleibe ein nörgelnder alter Mann. Und Basim, wenn du dich mal etwas diebisch fühlst, komm mich besuchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Für die gute Sache, versteht sich. Hey, Hilfe! Das ist der Verbrecher! Hilfe! Yeah, I'm not.
Ja. Bitte? Dass morgen Abend ein öffentlicher Musikwettbewerb stattfindet. Und der Kalin blättert ein. Einen Moment. Das ist der Außenposten, zu dem Ali gebracht wurde. Die Hälfte meiner Zehen weggebracht. War das bevor oder nachdem du die drei Riesen erschlagen und den Emir gerettet hast? Vor einer Stunde. Das kommt mir bekannt vor. Werden du und der Schreiber je miteinander auskommen? Unwahrscheinlich. Der Mann glaubt, wegen seines Ranges könne er sich alles erlauben. Kommt er mir nochmal in die Quere, töte ich ihn eigenhändig. Und wer schreibt dann die Namen der Gefangenen auf? Du? Du kannst nicht mal deine Armschienen festbinden, geschweige denn schreiben. Wenn wir dadurch sein Geschwafel loswerden, lerne ich es mit Freuden. Wer? Wenn ich fertig bin, erkennt dich deine eigene Mutter nicht wieder. Hey! Augenblick. Hey, was? Nieder mit dir! Elender Feigling! Bleib stehen und kämpfe! Ich sehe Schreiber aus. Wir finden dich. Allerdings, du Hund, wirst bluten. Was ist denn? Den nehme ich in Verwahrung. Hast du das gehört? Ja? Da bist du ja. Feier anmocken! Spick den Teufel! Thank you.
weitermachen. Stiefelkratz! So, behalte die Decke oben. Du wirst leiden! Das überlebst du nicht! Du! Allah, verfluche dich! Nicht ablenken lassen! Ich liefere unserem Herrn meinen Kopf! Verstanden? Wow! Du wirst verstanden! Gefängnisliste. Jeweils mit unterschiedlichen Zeichen.